Felix, zweiter Platz hier in Merzig ist wahrscheinlich nicht ganz das, was du dann am Ende wolltest, aber ein bisschen lächeln kannst du trotzdem, oder? Ja, natürlich wollte ich gewinnen, aber ja, das will jeder. Und Ian war einfach schnell im Sprint. Aber ich denke, morgen das liegt mir um einiges mehr, das Finish. Und natürlich versuchen wir, die Etappe zu gewinnen morgen. Es war ein schwerer Tag. Israel hat ziemlich früh ziemlich viel Gas gegeben. Am Ende waren sie dann vorne nicht mehr dabei. Es hat euch aber ziemlich in die Karten gespielt, dass es so schwer wurde. Pedersen früh abgestellt. Ja, für uns war das perfekt. Ich denke, okay, für den Aki, für den Sprinter ist es vielleicht besser, wenn es ein bisschen leichter ist. Aber wir haben gewusst, das Finale ist vielleicht um eine Spur zu schwer jetzt für reine Sprinter. Okay, ich denke, wenn der Aki wirklich in Topform ist, kann er das auch schaffen. Aber ich glaube, dadurch, dass Israel so früh schon Tempo gemacht hat, war es halt am Ende einfach selektiver. Und ja, ich denke, mit der Qualität der Bergfahrer, was wir da haben, kommt uns das ja ganz gut entgegen. Kannst du ein bisschen schildern, wie das gelaufen ist, ab dem Moment, wo dann am letzten Anstieg alles explodiert ist? Ja, einfach hier in die Linkskurve rein war immer ein ziemlicher Positionskampf und ich war ein bisschen weiter hinten. Der Pavel Sivakov und der Ian waren ja vorne und ich habe dann oben drüber das Loch zugeschlossen. Und dann haben wir echt gut harmoniert und wir waren uns eigentlich gleich einig und haben eigentlich bis zum Ziel nicht gebockert. Am Ende hat einfach der Schnellste im Sprint gewonnen und war gut. Ein paar Sekunden dadurch jetzt rausgeholt. Ich meine, du bist Zweiter, auch noch 6 Bonussekunden da geholt, eine oben. Das heißt für die Gesamtwertung jetzt, dass du natürlich jetzt der Mann bist vom Team oder wie siehst du das? Ja, also ich denke schon, wie gesagt, morgen ist er ein bisschen schwerer und man muss dann schauen, wie das Körpergefühl ist. Aber ich denke, dass man morgen um einiges mehr liegt als wie heute und mal schauen, ja. Danke dir, jetzt erhole ich erstmal. Danke.